Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Dead by Daylight. Heute habe ich alle vier Augenperks dabei, und zwar Objekt der Besessenheit, Verwandt, dunkle Wahrnehmung und Déjà-vu-Erlebnis. Mit Objekt der Besessenheit sehe ich den Killer in einem gewissen Radius. Mit Verwandt kann ich den Killer sehen, wenn jemand am Haken hängt. Und wenn ich selber am Haken hänge, dann sehen die anderen Überlebenden die Aura des Killers. Mit dunkler Wahrnehmung sehe ich den Killer am Anfang des Matches und am Ende des Matches, also wenn der letzte Generator gemacht worden ist. Und mit Déjà-vu sehe ich hin und wieder mal Generatoren, wenn ein Generator gemacht worden ist. Wenn ihr noch mehr Perkbuild-Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns im ersten Match. Okay, los geht's. Wir sind beim Saloon und wir sehen direkt, dass es ein Ghostface ist. Wir haben hier Objekt der Besessenheit, ist direkt aktiv. Er hat sich gerade, glaube ich, unsichtbar gemacht, oder? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall, oder war das dunkle Wahrnehmung? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall bin ich ziemlich gespannt, wie das hier laufen wird mit diesen vier Augen. Ja. Achso, sind alle besetzt? Mist, okay. Dann suche ich mir einen eigenen Generator. Ich frage mich gerade... Oh, da ist Ghostface. Okay, deswegen konnte ich ihn gerade nicht sehen, weil ich zu nah an ihm dran war. Das hat gut geklappt. Oh, ich hätte so gerne eine Taschenlampe. Ich habe leider keine Taschenlampen mehr. Aber er läuft weg. Okay, er will nicht mit uns laufen. Ah, okay, genau. Wenn ich jetzt weit genug weg bin, dann sehe ich ihn wieder. Okay. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum ich ihn auf einmal nicht mehr gesehen habe, aber es lag an der Entfernung, also wegen Objekt der Besessenheit. Ja, komm. War jetzt vielleicht nicht das Klügste, direkt diese Palette hier zu droppen. Aber auf mich hat er scheinbar doch gar nicht so große Lust. Wo läuft er lang? Wo ist er denn? Was macht er? Komm. Was ist das für ein Typ? Dahin ist er schon. Dafür brauche ich jetzt keine Perks. Komm, ich laufe einfach mal. Oh mein Gott. Komm, ich mache mal den Blendett-Move. Komm. Okay, er wusste, dass ich da bin. Ich musste eigentlich schon raus. Okay, komm. Dann laufen wir mal los. Jetzt hat er auch Lust auf mich. Hey, komm her. Nicht weglaufen. Okay, er hat die Palette zerbrochen. Das ist gut. Komm her, Ghost. Okay. Ich habe ihn wieder zur Claudette geführt. Oh Mann. Wo ist er denn? Das ist ein ganz, ganz komischer Ghostface. Ja, Looping with Friends ist nicht immer so die beste Möglichkeit. Zum Loopen braucht man immer so ein bisschen Platz, ne? Ah, kein Fast Vault. Okay, wo ist er? Ja, Double Back. Dann läuft er außen rum. Jetzt weiß er gar nicht mehr, wo ich bin. Okay, jetzt hat er mich komplett verloren. Ist er rein? Oh, er ist reingelaufen. Oh, fuck. Oh mein Gott, er ist ein Schwinger. So, schnell wieder raus. War kein Fast Vault. Er hat einen Double Back gemacht. Er weiß gar nicht, wo ich bin. Er checkt's nicht. Okay, das Fenster ist zu. Er steht da am Fenster. Okay, ich muss ihm jetzt aber die Palette geben, sonst bin ich tot. Beziehungsweise sonst liege ich. Es lag ja, glaube ich, noch keiner. Komm, heil mich bitte ganz kurz. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, da hinten ist er. Schafft sie das noch? Ah, es wird ganz knapp. Aber er ist eh beschäftigt. Okay, wir sind eigentlich sicher. Wir sind sicher durch hier eigentlich. Oh mein Gott. GG.
So, los geht's. Wir sind in Haddonfield und es hat mal wieder lange gedauert, bis ich ein Match bekomme. Okay, durch Déjà-vu. Ich kann das nie sagen. Déjà-vu oder das andere Augenperk sehe ich jetzt auf jeden Fall die Generatoren. Und Billy hat auch schon gemerkt, dass ich hier irgendwo bin. Oder auch nicht. Unangenehm. So. Ja, ich glaube, ich werde jetzt mal zu Billy rüberlaufen. Und mal sehen, was der so zu sagen hat. Ich glaub, Bill wird gleich auch liegen. Das nimmt, ja. Also einem Hillbilly oder einem Bubba in den Keller zu folgen, ist meistens eine schlechte Idee. Oh mein Gott, die werden gleich alle liegen, das sage ich euch. Das nimmt kein gutes Ende. Guckt es euch an. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Oh mein Gott. Was soll ich jetzt machen? Billy, alles okay? So, weiter geht's und wir sind auf dem Schrottplatz, auf der Bluthütte. Und wir sehen, es ist eine Hexe. Okay, es ist eine Hexe. Laufen wir mal in die Nähe. Und das jetzt am Anfang ist ja, glaube ich, dunkle Wahrnehmung. Okay, da hinten hat es auch schon eine Falle gelegt. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich eine Taschenlampe herbekäme. Ich weiß, ich will immer eine Taschenlampe haben, aber... Oder wisst ihr was? Ich werde die einfach mal... Ich werde einfach mal da durchlaufen. Einfach mal durch die Fallen durchlaufen. Okay, sie kommt auch schon. Okay. Wir können jetzt auch behaupten, dass es eine dumme Idee war. Aber wir wollen ein bisschen Action. Okay, sie weiß, wo wir sind. Sie weiß, wo wir sind. Und ich habe keine Palette. Oder? Schaffe ich es noch? Boah, war das knapp. Wir haben den Spaßbus. Ich weiß nicht, ob sie es gecheckt hat, wo wir jetzt gerade sind. Okay, da geht's jetzt durchs Fenster. Ich weiß jetzt nicht, wo sie lang läuft. Da ist sie, okay. Was macht sie denn? Hat sie da eine Falle hingelegt? Ist natürlich möglich. Nee, da ist keine Falle. Glück gehabt. Das ist ein ganz komischer Spieler. Ein ganz komischer Spieler. Hätte mich eigentlich schon haben können. Da hinten sehe ich eine Palette. Was ist das für ein Killer? Die hätte mich schon längst haben können. Ich spiele gerade gar nicht so gut. Das wird mir ein bisschen zu riskant. So, da hinten. Ich laufe eigentlich gerade in so eine tote Ecke. Ich kann jetzt hier ein bisschen loopen, aber danach muss ich hier irgendwie abhauen. Es ist nicht gut, dass ich hier bin. Ich glaube, das war auch nicht schlecht. Ja, sie hat versucht, mich abzufangen. Okay, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich hier abhaue. Ich habe hier eine Palette. Krass, dass ich den Stun bekomme. Habe ich nicht mit gerechnet. Vielleicht bekomme ich jetzt irgendwo eine Heilung. Jetzt legt sie wieder eine Falle. Ist eigentlich ganz cool, dass ich sehen kann, dass sie eine Falle, Falle gelegt hat. Okay, ich brauche immer noch ein Medkit oder einen Überlebenden. Überlebender wäre eigentlich besser. Weil sie ist ja hinter mir her. Und ja. Medkit zu erhalten ist jetzt irgendwie schwierig. Wo ist sie denn? Da hinten ist sie. Ich weiß, dass da hinten eine Truhe ist. Ich
würde zu gern durch diese Fallen laufen, ne? Okay, sie weiß wieder, wo ich bin. Na komm, warten wir mal auf sie. Kann ich diese Palette hier eben benutzen? Okay, sie macht die Palette kaputt. Ich habe hier leider keine Palette mehr, glaube ich. Ich glaube, ich lieg jetzt. Ja, ich lieg jetzt. Garantiert. Oder habe ich eine... Ich habe hier eine Palette. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele Paletten habe ich hier schon gegeben? Okay, dieser Bereich hier ist ein bisschen abgegrast. Ich weiß, dass hier noch irgendwo eine Palette war. Ne, die habe ich schon geworfen. Okay, sie ist das auf jeden Fall nicht mehr hinter uns her. Und ich brauche eine Heilung. Ich bin die ganze Zeit verletzt unterwegs hier. Okay, sie ist hinter jemand anderem her. Wo ist der nächste? Okay, da ist der nächste Haken. Also wenn er hier stirbt, kann ich den Haken sabotieren. Okay, wenn sie jetzt hierher kommt, dann kann ich den Haken sabotieren. Nee, natürlich kommt sie nicht hier hin. War total klar. Ist immer so. So, folgt sie mir. Nee, sie hat mich nicht gesehen. Sie legt da jetzt schon wieder Fallen. Was ich nicht so ganz verstehe. Und sie läuft weiter. Gut, vielleicht bekomme ich ja jetzt ja endlich mal meine Heilung. Wie auf Kommando. Ja, komm, heil mich doch, komm. So, dann gebe ich ihm jetzt auch mal schnell eine Heilung. Und dann hole ich mir irgendwo mal eine Taschenlampe. Denn mit der Taschenlampe kann man nämlich die Fallen der Hexe kaputt machen. Okay, sie ist, glaube ich, heiß auf mich. Oh, wow. Oh, Glück gehabt. Und? Okay, hier hat sie auf jeden Fall keine Falle hingesetzt. Wo ist sie? Oh, wow. Wo kam die jetzt her? Oh mein Gott. Wo kam die denn jetzt her? Okay, vielleicht schaffe ich es ja, diese Truhe hier ein bisschen auszuräumen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen riskant. Nee, gar nicht. Die ist ja voll weit weg. Okay, Medkit ist auch nicht schlecht. Komm, Hexe, komm. Ah, okay, die andere läuft da wahrscheinlich ständig durch diese Fallen. Und, die checkt nie, wo der Survivor ist. Oh mein Gott, okay, das habe ich dumm gemacht. Hier ist aber auch nichts. Hier ist nichts. Okay, jetzt liege ich, glaube ich, wahrscheinlich... Also jetzt liege ich definitiv. Okay, da habe ich den Stun nicht rausbekommen. Okay, sie legt eine Falle. Da werde ich definitiv nicht mehr hin zurückkehren. So, geheilt. Und wieder auf ins Abenteuer. Ist ja auch nicht die allerbeste Hexe, wie es scheint. Okay, das Doofe ist, wir haben hier keine Palette mehr. Was machen wir jetzt? Das ist schwierig. Ja. So, ein bisschen Distanz. Nee, gönnt's uns nicht. So, durchs Fenster. Da haben wir wenigstens wieder ein bisschen Distanz zu ihr. Und da hinten ist, glaube ich, irgendwo ein Tor gewesen. Okay, sie lässt von uns ab. Das heißt, wir können... Ich hoffe, die haben dieses Tor hier geöffnet. Ja, sieht so aus. GG. Ach, da kommt sie auch schon. Leider zu spät. Oh, ich werde auch noch getankt. Oh mein Gott. So, mal sehen, wie weit ich mich heilen kann. Nicht weit, alles klar. GG. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch eine coole Runde bekomme. Deswegen würde ich einfach sagen, das war's mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, macht's gut, haut rein und bis bald.